Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und dazu habe ich jetzt schon einige Quests wieder mit meiner Gruppe hier erledigt. Und wir sind einmal auf dem Paladin. Da brauche ich dann noch ein paar von den Sinkkisten. Warte mal, das machen wir jetzt mal zu. Und da waren es, glaube ich, noch zwei Items, die ich brauche. Ich hoffe, dass ich die hier einmal rausziehe. 21 Kisten habe ich, 20 wollen wir jetzt einmal öffnen. Und ich meine, das war ja dann nur noch auf dem Tanksback eine Item-Geschichte. Und den habe ich jetzt auch die ganze Zeit eingestellt gehabt. Gut, ich würde sagen, starten wir durch. Erste Kiste ist schon mal nix. Einmal ein Gürtel, den hatte ich schon. Dann einen Ring, der bringt leider kein T-Mock. Dann haben wir als nächstes einen Umhang, den hatte ich leider auch schon. Dann haben wir da einen Trinket, das hatte ich leider auch schon. Schuhe, die habe ich auch nicht gebraucht. Dann eine Brust, okay. Aber noch keine Waffe, das wundert mich. Einen Ring, der bringt leider auch keinen Mock. Einen Kopf, den habe ich auch nicht gebraucht. Ah, da haben wir die Waffe. Okay, Waffe haben wir schon mal raus. Dann ist es, glaube ich, jetzt noch ein anderes Parler-Item. Warte mal, ich kann mal kurz reinschauen, welches es genau ist. Ich meine unter Dungeon Browser hier. Da müssten wir es ja sehen, welches ich beim Paladin jetzt noch brauche. Ah, genau, die Schultern. Ja, mal schauen. Ah! Nachgeguckt und direkt drin. Ja gut, dann können wir die anderen Kisten jetzt auch noch öffnen. Da ist jetzt auch noch ein Schild drin. Ja klar, ich habe auf Tank gestellt. Nochmal ein Schild. Ja, jetzt kommen die Waffen, ne? Also, oder die Waffenslots. Nochmal das Schild, nochmal das Schild. Normal, ich habe mich schon gewundert, ne? Weil normalerweise kriegst du ja ewig oft diese Slots. Aber dadurch sind wir jetzt mit den letzten zwei Parler-Items durch und ja, haben alle Parler-Items. Heißt, den Char kann ich jetzt erstmal wieder in die Pampa stellen oder irgendwie in die Hauptstadt, keine Ahnung, irgendwo hin, den werde ich jetzt nicht mehr brauchen. Jetzt brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Klassen, heißt 4 Stück haben wir fertig. Und ja, so langsam wird es hier sowohl mit den Gebieten, die ich durchqueste, als auch tatsächlich mit diesen Party-Sink-Kisten. Krieg eine Klasse nach der anderen weg. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und ja, ein paar fehlen jetzt noch. Die werden wir jetzt dann dementsprechend als nächstes angehen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder ein paar Kisten zum Öffnen habe. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.